Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Die Season of Discovery ist auf dem Weg und damit gibt es einiges zu entdecken, unter anderem das neue Klassenrunensystem. Genau darum geht es heute, denn wir schauen uns alle bisher bekannten Hexenmeister-Klassenrunen an. Auch diese sind wieder in drei Blöcke aufgeteilt, einmal Brust, dann Beine und dann nochmal Handschuhe. Und damit auch direkt zu den Hexenmeister-Runen. Hier haben wir mit am meisten Veränderungen bzw. Fähigkeiten, die in dieser Form noch nicht vorgekommen sind. Den Anfang machen wir mit Lake of Fire bzw. See oder Meer des Feuers. Wenn wir Feuerregen machen, hinterlässt es auf dem Boden einen See aus Feuer. Dieser erhöht unseren gesamten Feuerschaden und den unseres Dämonen für 15 Sekunden lang um 40%. Wir bekommen hier also einen ziemlichen Boost auf Feuerschaden. Das wird später wahrscheinlich noch interessant. Dann haben wir den Master Channeler und wahrscheinlich Meister Kanalisierer. Und dieser sorgt dafür, dass der Zauber Blutsauger nicht mehr kanalisiert wird, sondern jetzt ein Dot ist. Dieser Dot hält 15 Sekunden, kostet 100% mehr Mana, aber jedes Mal, wenn der tickt, heilt er uns um 50% mehr. Ist so ein bisschen wie Lebensentzug, den es dann später im Gebrechenbaum gibt, bloß dass der hier bloß 15 Sekunden hält. Und wie gesagt, mit jedem Tick wird die Heilung stärker. Dann haben wir Seelenentzug. Seelenentzug erhöht den Effekt, also Schaden und Heilung, vom Blutsauger und Seelendieb um weitere 6% für jeden Schatteneffekt, also für jeden Schattendot, der auf dem Gegner ist. Und das bis zu einem Maximum von 18%. Das heißt, hier die beiden Effekte bekommen auch nochmal einen kleinen Boost. Als nächstes haben wir dämonische Taktiken. Erhöht einfach unsere Chance auf einen Crit im Nahkampf bzw. auch mit Zaubern um 10%. Und das auch für den Begleiter. Ist jetzt relativ unspektakulär, ist halt einfach flat mehr Schaden. Dann haben wir wieder was ganz Schönes, und zwar immerwährende Gebrechen. Die Zauber Blutsauger, Seelendieb, Schattenblitz, Schattenblitzsalve, Sengender Schmerz, Verbrennen und Heimsuchung setzen die Dauer von Verderbnis auf dem Ziel wieder auf die maximale Dauer zurück. Ja, das heißt eigentlich, wenn wir Verderbnis einmal auf dem Ziel hatten, dann bleibt es auch drauf. Also hier möchte man wohl, dass Verderbnis immer auf dem Gegner ist, und das macht es einem wirklich einfach. Die nächste Rune ist Verbrennen. Verbrennen kennen wir in ähnlicher Form schon aus späteren Addons, hat hier aber noch ein bisschen mehr. Erstmal verbrennen wir das Ziel und machen einfach Schaden. Zusätzlich aber erleidet das Ziel von uns 25% mehr Feuerschaden. Das hatten wir ja gerade schon bei Feuerregen, dass man den Effekt verursachen kann, dass wir 40% mehr Feuerschaden verursachen. Hier ist ein weiterer Effekt, der macht nun 25% mehr Schaden. Wir machen weiter mit Dämonische Gnade. Der Name ist so ein bisschen paradox. Das hier ist so eine Art Damage und Death Cooldown. Wenn wir das benutzen, bekommen wir, aber auch unser Begleiter 30% mehr Ausweichen und 30% mehr Crit. Als Tank sicherlich sinnvoll, um irgendwie kurzfristig irgendwie einen großen Hit auszuweichen. Und auch als DD sinnvoll, auch im PvP, wenn man gerade irgendwie ziemlich viel Burst raushauen möchte, kann man das sicherlich anwenden. Dann haben wir was, das kennen wir auch schon, und zwar Dämonischer Pakt. Immer dann, wenn unser Begleiter einen kritischen Treffer landet, erhalten Leute in unserer Gruppe 45 Sekunden lang den Effekt, dass sie 10% mehr Zauberschaden bzw. Heilung haben oder aber, dass das um 13 erhöht wird, je nachdem, was höher ist. 13 klingt jetzt noch nicht so wirklich viel, aber wir müssen bedenken, wir sind nur Level 25. Die Gegenstände im Classic-Universum sind jetzt nicht unbedingt auf Zauberschaden ausgelegt, zumindest nicht so früh. Von daher kann das durchaus wichtig sein. Aber gut, erstmal hier ein Gruppenbuff für den Hexenmeister. Jetzt kommen wir zu der ersten Glyphe für die Handschuhe und das, wo wahrscheinlich viele drauf warten, zumindest um es mal auszuprobieren, und zwar Metamorphose. Das ist unsere Tankform und die macht eine ganze Menge. Also erstmal, unsere Rüstung wird um 500% erhöht. Logisch, wir müssen ein bisschen was aushalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gekrittet werden, wird um 6% verringert. Die Bedrohung, die wir verursachen, wird um 100% erhöht. Aderlast gibt uns jetzt 100% mehr Mana zurück. Logisch, wir wollen auch irgendwie Aggro aufbauen. Und einige Fähigkeiten verändern sich. Sengender Schmerz ist jetzt einfach ein Sofortzauber. Das heißt, wir haben bloß den Global CD drauf und ansonsten können wir das einfach spammen. Der Schattenblitz wird zu einem Schattenspalten. Das ist ein Nahkampfangriff, der bis zu 3 Ziele trifft und dann halt da Schattenschaden verursacht. Also ungefähr so wie der Spalten vom Krieger. Hat aber eine Abklingzeit von 6 Sekunden. Dann der Fluch der Tollkühnheit. Der wird nun zusätzlich zu einem Spott. Das heißt, wenn ihr den auf den Gegner macht, dann wird er auch verspottet für 3 Sekunden, hat aber jetzt eine Abklingzeit von 10 Sekunden und kann nur noch im Nahkampf gemacht werden. Das nächste ist hier dämonischer Ansturm. Greift einfach ein Ziel an und betäubt es eine Sekunde. Kann aber nicht im Kampf verwendet werden. Ist also dafür, um in die nächste Gruppe zu springen. Und dämonisches Heulen zwingt alle Feinde in der Nähe dazu, euch 6 Sekunden anzugreifen. Ist dann quasi der Massenspott. Ja, das ist eine ganze Menge, gerade wenn man bedenkt, dass es bloß eine einzige Rune ist. Also hier kann man mit diesem einen Slot doch ganz schön viel machen. Aber die Reise muss weitergehen, und zwar zur Schattenblitzsalve. Hatte ich eben schon mal ganz kurz erwähnt. Der Schattenblitz trifft jetzt einfach bis zu 5 weitere Ziele, aber die Ziele müssen innerhalb von 10 Metern zueinander stehen. Ist also eine Art Kettenblitz. Das heißt, ihr visiert den Gegner an und innerhalb von diesem Gegner müssen die anderen stehen, ansonsten funktioniert das nicht. Dafür wird der Schaden um 20 reduziert. Dann kommen wir zur Fähigkeit, wo eventuell der erhöhte Feuerschaden doch recht interessant sein kann. Und zwar haben wir hier Chaosblitz.
Der Chaosblitz hat erstmal einen ziemlich hohen Grundschaden, das ist schon mal ganz interessant. Der kann auch nicht widerstanden werden und das Wissen darüber sorgt auch dafür, dass unsere Feuerzauber einfach Absorptionseffekte durchdringen, die also einfach ignorieren. Wenn ein Priester zum Beispiel ein Schild drauf hat, interessiert uns das nicht. Wir machen Schaden einfach direkt dadurch. Und wenn man jetzt überlegt, dass man das ganz gut vorbereiten kann, mit entsprechend erhöhtem Feuerschaden, vielleicht auch die 30% Crit-Chance obendrauf, dann kann man einem Ziel schon ziemlich viel Schaden zufügen. Und die letzte Sache für heute ist Heimsuchung. Das ist was wir schon kennen, ist ein zusätzlicher Dot auf den Gegner und der Schattenschaden von Dots wird um 20% erhöht, zumindest solange der Effekt auf dem Gegner ist. Zusätzlich dazu, wenn der Zauber abläuft oder aber gebannt wird, kommt er wieder zurück zu uns und wir heilen uns um die Menge, wie der Zauber Schaden gemacht hat. Okay, das waren die bisher bekannten Hexenmeister-Runen. Wie gesagt, hier hat sich dann irgendwie doch schon eine ganze Menge getan. Nicht nur, dass der Hexenmeister jetzt tanken kann, sondern auch die Fähigkeiten, die wir aus anderen Addons bekommen, wurden zum Teil ganz schön verändert oder aber auch gebogen. Außerdem gibt es auch einige sehr lustige neue Fähigkeiten, wo ich einfach nicht mehr glauben kann, dass das Balancing funktioniert, aber das sehen wir dann im Dezember. Wenn ihr noch mehr über WoW Classic oder die Season erfahren wollt, schaut euch gerne noch diese Videos hier an. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen, wünsche noch viel Spaß in der Welt von WoW und sage bis zum nächsten Mal.